Warum treten Sie denn an? Was war denn Ihr Anliegen, um das höchste Amt im Staat, nämlich den Bundespräsidenten, hier auch ein respektables Ergebnis vielleicht zu erreichen? Im Großen und Ganzen habe ich mir gedacht, wenn wir so weitermachen, dann fahren wir an die Wand. Und wenn wir es nur ein bisschen blöd spielen, dann fahren wir auch nur in den Krieg. Und ich möchte weiter das auch nicht. Ich möchte nicht so weitermachen und in den Krieg schon gar nicht. Und dann habe ich mir nur was überlegt, jetzt im Herfahren. Ich glaube, ich bin seit der Monarchie der erste Kandidat, der in der Realwirtschaft nicht Professor, sondern Praktiker ist. Und da glaube ich, dass die Realwirtschaft das ist, von dem wir leben. Und ich glaube, dass der Realwirtschaft mit den Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten übel mitgespült worden ist. Und diesen skandalösen Rahmenbedingungen haben wir zu verdanken, dass wir jetzt nicht nur von Öl und Gas abhängig sind, sondern de facto in jeden Scheißdreck. Alles kommt aus China. Und der Wahnsinn ist, nicht nur Schuhe, Textilien, Vorradl, Sturzhelm, Spielzeug, Computer, Handy und so weiter, sondern sogar die Lebensmittel. Der Präsident der Bauernkammer hat neulich in der Zeitung sich beschwert, dass nur 30% vom Brot in den österreichischen Supermärkten mit österreichischem Getreide gemacht wird. So schauen wir aus. Und darum sage ich, nein, so soll es nicht weitergehen. Und Ziel ist, in die Stichwahl zu kommen, und zwar, weil ich möchte, dass genau diese Themen nicht verschwinden im Wahlkampfgewäsch. Das waren jetzt sehr viele Themen, die wir angesprochen haben. Vielleicht gehen wir auf das eine oder andere noch einmal kurz ein. Also es ist ein zentrales Thema, könnte man sagen, so etwas wie zurück zum Ursprung, mehr Made in Austria und nicht Made in China oder sonst, wo das wirklich mehr in Österreich auch erzeugt wird, dass die heimische Wirtschaft auch stärker angekurbelt, forciert wird. So kann man das nennen, man kann es auch anders nennen, zum Beispiel Wiederaufbau. Und zwar in der Fertigung dieser Produkte dankt man ja auch ein Selbstbewusstsein und eine Würde. Und es geht nicht nur um die Güter, sondern es geht um das, dass das Leben gut ist. Klassischer Begriff heißt, das gute Leben und nicht im Konsum verblöden. Ist das gute Leben in den letzten Jahren unter dem aktuellen Präsidenten oder überhaupt in den letzten Jahrzehnten aus Ihrer Sicht, hat das sehr stark nachgelassen? Naja, da gibt es gar keinen Zweifel. Im Vordergrund ist der Konsum gestanden. Und da hat der Pasolini, mein Freund, ich glaube, er ist 1975 ermordet worden, gesagt, es gibt drei Formen von Faschismus. Erstens den Klerikalfaschismus, zweitens den Politfaschismus und drittens der Schlimmste, der Konsumfaschismus. Und der Schlimmste deswegen, weil wir in der eigenen Brust sitzen haben, in der Gier nach dem Billigen und so weiter und eigentlich das Lebensziel verfehlen, nämlich Menschen zu sein und nicht Konsumenten.